Am vergangenen Samstag treffen wir Ünsal Arik. Hi. Kommt rein. In einem Hotel in Braunschweig. Es ist 17 Uhr. In 3 Stunden hat der Profiboxer einen Kampf. Er muss seinen Europameisterschaftstitel verteidigen. Doch dem Deutsch-Türken fällt es momentan schwer, sich auf Sport zu konzentrieren. Über die sozialen Medien wurde er in den letzten Tagen massiv beschimpft. Von Erdogan-Anhängern. Du Hurensohn. Halt die Fresse, du kleiner Heuchler. Du bist ein Verräter und wirst nicht mehr in die Türkei gehen können. Sei froh, dass die Leute, die da waren, nicht alle einzeln dir ins Gesicht gespuckt haben, du Hund. Die Anfeindungen, die Bedrohungen, Beleidigungen über soziale Medien ist ja nichts Neues, aber diesmal war es extrem wie noch nie. Ünsal Arik ist bekannter Erdogan-Kritiker. Bei dem Besuch des türkischen Staatspräsidenten am 29. September in Köln versuchte er, mit Erdogan-Befürwortern ins Gespräch zu kommen. Doch die Situation eskalierte immer wieder. Du bist ein Heuchler, du bist ein Spinner. Du beleidigst mich wieder. Ja, natürlich beleidige ich dich. Du bist geboren, um beleidigt zu werden, du Idiot. Komm her! Du bist Boxer, du Wichser! Ich zeig dir, was Boxen ist! Komm her! Ich zeig dir, was Boxen ist, du Hurensohn! Komm her! Kurz nach diesen Dreharbeiten bekam der Deutsch-Türke Drohungen im Internet. Es würde etwas Schlimmes passieren bei seinem nächsten Boxkampf. Hoffentlich kriegst du Schläge, du Schwuchtel. Komm her, wir sind hier in Braunschweig und wir haben eine kleine Überraschung für dich. Das ist eine sehr große Belastung, was jetzt die letzten Tage passiert ist, weil jetzt der Öffentlichkeitsdruck, also das geht nicht an einem so spurlos vorbei, ne? Aber ich habe mir den Weg ausgesucht, also muss ich jetzt auch lernen, wie man damit umgeht. Es ist 18 Uhr in Braunschweig. Mehrere Streifenwagen sind vor der Boxhalle. Ünsal Arik ist verunsichert. Er weiß nicht, was an den Drohungen der letzten Tage wirklich dran ist. Am Eingang muss der 37-Jährige an vielen Leuten vorbei. Hier kann jeden Moment etwas passieren. Doch der Gang in die Kabine bleibt ohne Zwischenfälle. Der Profiboxer ist erleichtert. Stellt euch vor, ich wäre jetzt an der Tür angegangen worden. Das hätte mich total aus dem Konzept geschmissen. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Und jetzt können wir uns in der Kabine, sind wir geschützt. Und jetzt hoffe ich, dass beim Einmarsch auch alles weiter so friedlich bleibt und wir keine Gegendemonstranten mehr erleben. In der Boxhalle laufen währenddessen die ersten Kämpfe. Knapp 1500 Zuschauer sind da. Ob aggressive Erdogan-Anhänger darunter sind, ist nicht zu erkennen. Ünsal Arik versucht, sich auf den Kampf vorzubereiten. Plötzlich platzt der Veranstalter in die Kabine. Wer hat Sie denn hier reingelassen? Das wird sofort unterbrochen. Tut mir leid, wirklich. Nein. Die Angst ist offenbar groß, dass eventuelle Angriffe auf Ünsal Arik dokumentiert werden und die Veranstaltung gestört wird. Nach einer kurzen Diskussion dürfen wir weiterdrehen. Das nervt mich gerade total, der ganze Rummel. Und das, was gerade abgezogen wurde, war einfach nicht fair. Was man einem Sportler gegenüber tritt man so nicht auf. Man kannte mich vorher, man wusste vorher, wer ich bin. Dann hätte man sagen müssen, hey, ist besser, wenn du nicht kommst. Um 20 Uhr steht Ünsal Arik für den Einlauf bereit. Wie wird das Publikum reagieren? Einige buhen. Aber niemand ist aggressiv. Der Veranstalter hat die Sicherheitslage im Griff. Im Ring ist der Deutsch-Türke dann voll fokussiert, trotz der angespannten Situation. Bereits in der 3. Runde schlägt er seinen Gegner aus Georgien K.O. Ünsal Arik bleibt Box-Europameister in seiner Gewichtsklasse. Jetzt feiert ihn das Publikum. Ich liebe es, immer wieder im Boxring zu stehen, weil ich sehe hier so viele Nationalitäten und das zeigt Sport verbindet. Danke, dass der Zeichen für Frieden war. Der Moderator will ihm noch eine Frage zum Kampf stellen. Doch der Profiboxer läuft trotz seines Sieges wütend in die Kabine. Ja! Die Diskussion mit dem Veranstalter kann er nicht vergessen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich bedanke mich trotzdem beim Veranstalter. Aber es hat man versucht, mir Steine im Weg zu legen, als hätte ich nicht genug Feinde schon, was meine scheiß Politik betrifft. Ich will nicht nur der Sportler sein.
der sich für Menschenrechte einsetzt und andere kritisiert. Ich wollte heute ein Message rausgeben, dass wir in Frieden alle gemeinsam leben können und dass wir das heute erlebt haben. Und ich denke, der Applaus der Zuschauer hat auch das bestätigt, was ich Ihnen gesagt habe. Und ich denke, ich habe als Sportler meine Pflicht heute getan. Während der Hauptkampf von Boxer Patrick Roko läuft, verlässt Ünsal Arek um 22 Uhr das Gebäude unter Begleitschutz. Er muss den Hinterausgang benutzen, eine Sicherheitsmaßnahme. Der 37-Jährige ist froh, dass ihm an diesem Tag nichts passiert ist.